Hey Leute, ich bin SmackPepperig. In diesem Video hier zeige ich euch ein paar Tipps, wie ihr Heizkosten senken und somit Energie und auch Geld sparen könnt. Den ersten Tipp, den ich euch geben möchte, ist, wenn ihr Außenjalousien habt, dass ihr diese auch verwendet, sobald es dunkel wird und die Sonne weg ist, denn euer Gebäude verliert ca. 20% der Heizenergie über die Fenster und mit den Jalousien, wenn die geschlossen sind, könnt ihr eine zusätzliche Isolierung an der Fensterstelle haben und somit weniger Heizkosten bzw. Heizenergie verlieren. Wer keine Außenjalousien hat, der sollte zum Beispiel dann Rollos nehmen, diese schließen oder auch Fenstervorhänge schließen. Auch das spart Heizenergie. Wenn ihr eure Vorhänge schließt, dann achtet allerdings darauf, dass die Vorhänge nicht den Heizkörper verdecken, weil ansonsten funktioniert ein solcher Heizkörper nicht richtig. Es ist nämlich so, dass die dann zu früh abschalten, der Raum zu stark auskühlt, denn das Heizungsthermostat vergleicht immer die eingestellte Temperatur mit der erreichten Temperatur und wenn eben die Hitze sich staut an einem Heizkörper, wird die eingestellte Temperatur zu schnell erreicht und das Thermostat schaltet ab. Gleiches gilt dann auch für Möbel, die sollten mindestens eine Handbreite von der Heizung wegstehen. Ja, manche Räume werden weniger geheizt, wie zum Beispiel das Schlafzimmer oder auch ein Flur. Deshalb ist es wichtig, dass ihr die Türen schließt, damit ihr die Räume dann nicht unnötig mitheizt mit der Heizung, die in dem Raum steht, der dann etwas wärmer sein soll, wie zum Beispiel das Wohnzimmer. Und deshalb, wie gesagt, immer schön die Türen schließen. Wer keine smarten Heizungsventile hat, sondern noch so manuelle, wie ich das hier habe, da lohnt es sich auch, dass man in der Nacht die Temperatur etwas absenkt. Achtet aber darauf, dass die Räume nicht zu stark auskühlen, weil dann kostet es zu viel Energie, diese wieder am nächsten Morgen aufzuheizen. Außerdem sollte natürlich eure Heizung einwandfrei funktionieren. Deshalb überprüft einmal, ob die zum Beispiel blubbert, ob Luft im System drin ist. Wenn ja, dann entlüftet diese. Wie man das macht, das habe ich euch einmal hier oben verlinkt. Dazu habe ich schon mal eine Anleitung gemacht. Denn auch das kostet unnötig Heizenergie, wenn zum Beispiel Luft im System drin ist. Beim Lüften solltet ihr eure Fenster nicht ständig gekippt halten. Besser ist es hier, das Fenster einmal am Tag oder zweimal am Tag groß aufzumachen und einmal richtig schön zu lüften. Am besten sogar quer zu lüften, das heißt, wenn man noch ein Fenster hat, das gegenüber liegt, dann die Türen auf und einmal richtig schön Durchzug machen. Das spart auch Heizkosten, im Gegensatz, wenn man das Fenster nur ankippt und dann länger auflässt, weil dann die schöne warme Luft ständig nach außen entweicht. Wenn ihr dann natürlich so quer lüftet, das macht ihr ca. für 3-4 Minuten, in der Zeit schaltet ihr natürlich dann die Heizung ab. Wer zum Beispiel in einem Altbau wohnt, wo die Wände noch nicht so gut isoliert sind, der kann eins machen, dass er eine Isoliermatte hinter der Heizung anbringt, damit die warme Heizungsluft nicht gleich nach draußen entweicht bzw. von der kalten Wand aufgenommen wird. Wer eine gut isolierte Wand hat, der kann darauf verzichten. Viele moderne Wohnungen oder Häuser sind heute mit Holzfußboden oder auch mit Steinfußböden wie Fliesen ausgestattet. Ja, da entweicht natürlich auch über den Fußboden dann schneller die Wärme. Daher lohnt es sich, einen Teppich auszulegen, der dann die Wärme besser in der Wohnung bzw. im Haus hält und somit verliert man über den Fußboden dann auch nicht so viel Heizenergie bzw. Wärme. Kontrolliert auf jeden Fall auch eure Fenster, ob diese dicht sind, ob die Isolierungen noch in Ordnung sind. Wenn die Isolierungen nicht mehr in Ordnung sind, dann sollten diese erneuert werden bzw. nachgebessert werden, weil auch darüber verliert man jede Menge Heizenergie bzw. Wärme. So, liebe Leute, das waren meine Tipps, wie man ein wenig Heizenergie sparen kann und somit auch Geld sparen kann. Ich hoffe, diese Tipps haben euch gefallen und geholfen. Wenn ja, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Hier könnt ihr mich gerne kostenfrei abonnieren. Dann seht ihr auch weitere Videos von mir. Sagt bis dann, euer Mac Peverig.